Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Forbidden West. Wir suchen nach Savohar. Da ist der Sturmvogel. Ich komme näher. Was, wo ist der Sturmvogel? Was denn für ein Sturmvogel? Ha. So, Wettgegenstände, Vorratslager. Maschinen. Savohar muss sich vorbeigeschlichen haben. Ja, mit vorbeischleichen ist für mich jetzt nichts mehr. Ich muss sie erledigen. Au. Au. Ups. Au. Hab dich. Das waren alle. So, aber es hat auch gut was an Rohstoffen gegeben. Das ist halt auch das Schöne. Je weniger ich schieße, umso mehr Rohstoffe kriege ich. Na, komm her. Umso weniger Pfeile muss ich zum Beispiel herstellen und verschießen. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Umso mehr Rohstoff habe ich dann am Ende übrig. So, und noch den Wühler hier. Ne, Gräber ist es. Easy. Einfach mit dem Kopf durch die Wand. Und hier schön Reinholz wieder mitnehmen. Ein paar hellende Beeren. Savohar. Er sieht schlecht aus. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Savohar sein. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Du.
Nein. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst keine Vision. Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz. Er gehört zum Ritual. Du bist schwer verletzt. Und deinen Leuten läuft die Zeit davon. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Ich muss nur den Düsterpfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Hör zu, Lukasha tut da unten ihr Bestes, aber Maschinenangriffe, wütende Osaram. Der Orden hat Angst, Savoir. Der letzte Glanz der Abendzeit wird die Angst auflösen. Ich glaube nicht. Was glaubst du, was hier passieren wird? Dass die Sonne dir etwas zeigt, wenn du lange genug hier sitzt? Den Weg zur neuen Heimat. Die gefallene Maschine bedeutet, dass der Sturm vorüber ist. Und Erlösung naht. Oder dass ein Osaram sie über einem alten Turm abgeschossen hat. Ich glaube, deine Lunge ist verletzt. Gebete heilen das nicht. Die Sonne gibt mir Kraft. Und ich bin fest im Glauben. Der Blutverlust sollte dir mehr Sorgen machen. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen eine Bleibe. Sicherheit. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde ihn umlegen und denen sagen, Savohar ist hier oben gestorben. Macht das Beste aus eurem Leben. Und vor allem, lasst los mit dieser Religionsscheiße. Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Ja, willkommen beim Thema Religion. Nützlich, um Farben herzustellen. Religion hat auch so ein bisschen das Motto, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Red mal nicht weiter über das Thema Religion. Der Osaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ach, hier ist ein Sturmvogel. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Da. Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft. Hab die Linse. Die kann ich Reyna anbieten, wenn ich sie wieder treffe. Ja. Oh Mann, wo habe ich mir da jetzt schon wieder was eingefangen? War doch die Tage kaum draußen. Savoha? Wie geht es dir? Ich muss wieder dorthin zurück. Ja, hat das hinter sich. Savoha?
Ich schätze, du hast dein Bestes getan. Ruhe in Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Ich sollte Lukascha informieren. Und ihr das Sturmvogelherz geben. Dämliche religiöse Fanatiker. Was ist da unten für ein Fragezeichen? Das sieht aus, als wäre es im Untergrund. Komm schon, mach doch keinen Ärger. Okay. Geht aus dem Weg. Nein. Ach so, Konfrontation. Ja, weil die Idioten da sind. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Schau an. Die Karja-Freundin mit ihrem tollen Speer. Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schatten-Karja. Ich hol sie mir. Also, soweit ich weiß, besagen die Gesetze, wer etwas findet, darf es behalten. Das bin in dem Fall ich. Oder nicht? Du willst das Herz? Ich hab den Sturmvogel erlegt! Oder nicht? Das stimmt, Boss. Verdammt, Luft, sei still! Okay, du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitteschön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Ich... Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukascha. Savoha kommt nicht wieder. Es tut. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Hier. Bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Dann auf nach Kettenkratz. Ich hätte die ja gerne platt gemacht, aber... Man muss nicht immer alles töten, ne? Gesichtsbemalung. Wie kann ich die anlegen? Rohstoffe. So, Spezialausrüstung. Ah ja, siehst du die Linse, die muss ich noch dann abgeben. Fertigkeiten. Ja gut, das sind so Sachen, die mir ehrlich gesagt nicht viel bringen. Was haben wir hier? Ach, Fallen, ja gut. Oh, was ist das? R1 und
das nächste Angriff ansehen. Aktive Fertigkeit. Nee, ich muss da nochmal reingucken. Wie funktioniert es? Oh, stimmt, ich habe hier übrigens 2 Skillpunkte. Fällt mir ja wieder ein. Ich habe dafür gerade 2 bekommen. So, wie funktioniert es? Absprung. Ja, und sind da 2 gedrückt halten. R1 und dann R2 gedrückt halten. Ah, und das ist R1 und R2. Okay, also entweder ein kurzer R2 oder ein langer R2. Ein R2D2. Ah, dafür brauche ich dann schon mehrere Skillpunkte. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Nicht genug Skillpunkte. Genügend vor allem. Ja, dann nehme ich mal wieder ein bisschen Schleichen. Man muss jetzt echt mit dem Bohren anfangen, wa? Das sind auch unbekannt. Achso, ja. Ich erinnere mich. Karte. Ja, das ist unter mir. Ups. Da frage ich mich, wie ich da hinkomme. Vielleicht da unten lang. Da rein und da ist eine Höhle vielleicht. Gut, werden wir aber irgendwann erschließen. Ah. Genau, geh nochmal hoch zum Lagerfeuer. Und reise von dort aus nach Fahrlicht, um dir eine Linse abzugeben. Machen wir Fahrlicht? Da unten. Nee. So. Reisen. Ich muss meine Uhr stellen, fällt mir gerade auf. So, 12, 24 und 13 Uhr 10. So. Ich habe eine schöne Uhr mit Datumsanzeige, aber ne, der Februar bringt die halt immer völlig durcheinander. Ich muss dann immer das Datum nachstellen. Ich hatte gehofft, dass du herkommst. Ich habe Bretter vorbereitet, falls jemand eine Runde Streit spielen will. Ah, da hinten. Petra Schmiedin, Erfinderin der Osram-Kanone. Aloy! Ich habe mehr von den Linsen. Ach, wunderbar. Hier, wenn du so weitermachst, habe ich alle Linsen, bevor mein Knöchel heil ist. Ich kann euch gern bekannt machen, aber ich muss dich warnen. So, Linse ist nachmittags entfernt und 15 Metallscheiben bekommen. Das ist doch keine Warnung. Auf geht's. Gut, dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.